Datum 17. September 2009, Uhrzeit 15.41 Uhr, Tatort Wohnstube, Täter der Vogel. Torge O. saß gemütlich in seiner Wohnstube, als auf einmal ein riesiger, blutrünstiger, zu allem bereiter Vogel in seinem Kamin auftaucht. Scheiße! Was macht er da drin? Der denkt bestimmt irgendwas aus. 15.45 Uhr, der Täter versucht zu fliehen. Mein... Wo ist er nur hin? Scheiße! Ach, da ist er wieder. Hallo. Die Polizei muss handeln, bevor es zu einer schrecklichen Katastrophe kommt. Was ist der Plan? Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott! Oh, 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 oh. Der hinterhältige Angriff des Vogels auf den Polizisten lässt jetzt keinen Spielraum für Nettigkeiten mehr zu. Doch der Attentäter bleibt unberechenbar. Da, jetzt da rechts ist er. Da. Ich habe einen Herzinfarkt. Hast du ihn? Nein! Der Vogel scheint die Polizisten zu verarschen. Die Polizei konnte jedoch eine erste Identität des Täters feststellen. Jetzt ist er da wieder. Jetzt ist er wieder da. Mach doch da ein Ding. So eine Schlampe, ey. 15.53 Uhr, Identität des Täters. So eine Schlampe, ey. Der Polizei bleibt nichts anderes übrig. Es fallen die ersten Schüsse. Köpfe ist tot. 15.58 Uhr, gesundheitlicher Zustand des Attentäters. Köpfe ist tot. Der Vogel treibt es auf die Spitze. Er hat besondere Forderungen, die Polizei erfüllen muss. Junge, komm. Ja, ja, der Lieferwagen steht bereit, die Kohle ist auch da. Mensch, wir haben alle ihre Forderungen erfüllt. Mann! Wirf mal einen Stift dahinter oder so. Das dürfen wir nicht Greenpeace zeigen, ne? Oh, du musst ein bisschen mehr Gewalt. Mehr Gewalt? Der soll doch nicht sterben. Die Situation scheint völlig aussichtslos, bis plötzlich um 16.11 Uhr die ganze grausame Geschichte eine unglaubliche Wendung nimmt. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit meinen Finger davor gehabt. Da! Wer ist da? Aber gleich. Bleib da, mein Freund. Ich will dir nichts Böses. Jetzt geht er wieder unter die Kiste, ja? Er ist unter der Kiste. Er ist unter der Kiste. Er ist unter der Die Polizei ist ratlos. Wer hat diesen Vogel gesehen? Besondere Kennzeichen, Flügel, Federn und einen Schnabel. Bitte rufen Sie uns an. Danke für Ihre Mithilfe.